Das Skript. Was hat es denn zu sagen? Super. Ein neues Skript. Das Magnum Opus des großartigen Ein literarischer Geniestreich höchster Güte. Der Titel lautet Im Bann des Zaroff. Vierter und letzter Akt. Ein Meisterwerk der Simplizität. Jerry war am Nordpol. Es war kalt. Er fror. Als wäre man wirklich da. So authentisch. Jerry wurde eingeschneit und tiefgefroren. Alle waren glücklich darüber. Der Polwall sang vor Freude. Was für ein schönes Ende. So tragisch. Einfrieren lasse ich mich jetzt aber noch nicht so ganz, ne? Eine riesen Zuckerstange. Jerry konnte nicht widerstehen. Er musste einmal daran lecken. Sie wollen doch nur, dass meine Zunge festfriert. Genau. Endlich hast du mal das Skript gelesen. Na dann mal los. Nee, ich hebe mir die Stange für später auf. Erstmal klauen. Der Junge ist einfach zu schlau für dich. Ruhe. Der Weihnachtsbaum, den kennen wir ja noch. Weihnachtsbaum. An Weihnachten backt Mama immer leckere Vanilleplätzchen. Die Sehnsucht des kleinen Jungen nach trockenem Backwerk war kaum auszuhalten. Schmerzlich erinnerte es ihn daran, dass er seine Mutter niemals wieder in die Arme schließen würde. Oh. Wie gemein! Mit dem Bann und so ist okay, aber die Mutter ins Spiel zu bringen. Ach ja. Ruhe. Vielleicht geht es mir besser, wenn ich den Baum abschmücke. Ja, es ist minus 3 Millionen Grad kalt und wir schmücken erstmal einen Weihnachtsbaum ab. Ist klar, ne? Das ist das Auge des Polwalds. Es sieht traurig aus. Jerry bot ja auch einen traurigen Anblick. Ja, so traurig jetzt auch wieder nicht. Puh, nein, es liegt an den Postern. Es wirkt, als würde er mich beobachten. Diese Wellen sind auch sehr realistisch hier. Eisschollen und Wasser, soweit das Auge reicht. Jerry war fasziniert von der ewigen Kälte der arktischen See. Allein der Anblick der eisigen Wogen genügte schon, um Jerry sehr zittern zu lassen. Kann man den Ventilator ausschalten oder so? Was haben wir denn hier Schönes? Den Ozean, den Weihnachtsbaum. Was machen wir denn jetzt mit diesen zwei Teilen hier? Eine geschmückte Zuckerstange basteln vielleicht? Das geht ja tatsächlich. Hui, jetzt habe ich eine weihnachtliche Angel. Oh, so angelt bestimmt der Weihnachtsmann. Um Gottes Willen. Hilfe. Kann ich jetzt hier einen Nagel ran klemmen oder so? Besser. Oder den Schlüssel? Da. Oder das Zaroff-Poster oder die Nachricht. Mit. Oder das Ding hier. Ich bin. Oder die Glocke. Da. Oder das Teil. Das sind. Dann auch immer mal im Ozean. Oh, geht gar nicht. So stelle ich mir die Angelrute vom Weihnachtsmann vor. Der nimmt als Proviant zum Eisfischen sicher heiße Milch und Kekse mit. Na dann, Petri heil. Der Polwall hatte angegessen und zog den schwächlichen Jungen in die eisige Tiefe. Nur ein Kabel. Das ist ein böser... Elektrisch. Das sieht elektrisch aus. Ja, genau. Das ist ein böser elektrischer Kabel. Einen Moment. Der sich um einen dürren Hals windet und mir einen tödlichen Stromstoß versetzt. Ja, genau. Sehr gut. Ich glaube, Sie brauchen mal Urlaub, wenn schon ein 12-Jähriger für Sie die Kunst machen muss. Jetzt ist er ihn auch noch, der Jerry. Das Kabel führt nach da hinten, wo der ganze Wind herkommt. Warum sage ich da hinten, wenn ich mich auf einer Eisscholle mitten im Meer befinde? Naja. Ich zieh mal am Kabel.
Huch. Huch, das ist ja eine Windmaschine. Ja, das hätte ich jetzt aber auch gemerkt. Kann man da irgendwas reinwerfen? Da kommt all merkwürdig. Ich dachte, Wind entsteht durch Unterschiede im Luftdruck zwischen Hoch- und Tiefdruckgebieten. Da haben die Lehrer in der Schule wohl gelogen. Genau, im Himmel schweben lauter Ventilatoren rum. Genau. Da kommt ab, merkt. Okay, das können wir also nicht so benutzen. Können wir das Nagel reinwerfen? Besser nicht. Nein. Ich bin. Können wir das nochmal ziehen, das Ding? Aha. So. Und jetzt? Das will ich. Ja, ich glaube, das ist auch nicht gut, da irgendwas reinzustecken, an dem man selber noch dranhängt. Das könnte etwas schlecht enden. Ich bin besser. Mit den Scherben ist er besser vorsichtig. Die Nägel reagieren ja eh alle gleich, ne? Hallo. Da passt. Da passt. Das Glöckchen will ich ja auch nicht unbedingt jetzt hier reinwerfen. Mal anschauen erstmal. Sieht so aus, als könnte man die Richtung des Ventilators verstellen. Nein, das geht nicht. Die Rotorblätter werden deine kleinen Finger stutzen. Unsinn. Na, dann verstell doch mal, Jerry. Aha. Na, aha. Schon viel besser. Danke, kleiner Landläufer. Landläufer? Nein, dachte, Baumläufer nein. Sind wir. Unser Albtraum hat ein Ende. Doch viele stehen noch im Bann der Dunkelheit. Du musst ihnen helfen. Aber ich bin doch nur ein Hering. Was? Scharow ist ein mächtiger Wal. Seit wann sind wir ein Hering? Ich bin viel zu klein. Genau darin liegt deine Stärke, kleiner Landläufer. Jerry! Du schaffst das, Jerry! Ruhe! Wir glauben an dich, Jerry! Go, Jerry! Ich tauche ein. Sei stark, Jerry. Ich werde Scharow aufhalten. Ich werde ihn aufhalten. Verflucht. Ja, und jetzt? Ach, der Nagel. Nein, nein, nein. Du hast alles ruiniert. Du. Ja, Pech, ne? Würde ich sagen. Jerry entfernte den Nagel. Ich frage mich, wie dieser riesige Nagel in die Hosentasche passt. Klar, vor allem vier davon. Dass es nur ein böser Traum war, in dem er und seine Freunde gefangen waren. Er verstand, dass er den Traum verändern konnte. Aber... Denn es war sein Traum. Du kannst doch nicht... Der unfreundliche Mann gratuliert Jerry. Glückwunsch, Junge. Du hast es geschafft. Und ist plötzlich viel netter als zuvor. Wirklich fantastisch, Jerry. Mann, war das alles seltsam, aber du hast den Durchblick behalten. Ganz großartig. Ende. Applaus, meine Herrschaften. Jerry Haselnuss. Und dann... Dann wacht Jerry schließlich auf. Oho. Und was passiert dann? Aha. Nein. Nein. Das ist unmöglich. Das ist sehr wohl möglich. Huch,
Wo ist er denn jetzt hin? Der ist jetzt bestimmt noch nicht verschwunden, oder? Wir sind zurück auf der Lichtung. Das Publikum? Sind das Geister? Das sind die Träumenden. Der Bann hat sie hierher gezogen. Warum sind die so wütend? Ich habe so etwas schon einmal gesehen. Sie sind ruhelos. Zornig. Wenn es wirklich Träumende sind, dann könnten sie in ihrer blinden Wut den Weg zurück vergessen. Und dann? Dann würden sie zu rastlosen Geistern werden, die die Träume anderer heimsuchen. Hitodama. Jerry, pass auf! Huch. Das kam von da drüben. Das war Zaroff! Ihr müsst die Träumenden beruhigen. Ich kümmere mich um Zaroff. Aber Jerry... Er hat recht. Du kannst bestimmt singen, oder? Aber ja, nur... Was? Um Gottes Willen, was geht denn jetzt ab? Hübsches Duo, ne? Finde ich ja schön jetzt, ne? Ich nehme übrigens immer noch, dass dieses Spiel einen wunderschönen Soundtrack hat. Aber was ist jetzt mit dem Zaroff? Wo ist Zaroff nur geblieben? Ich glaube, die Frage hat sich gerade beantwortet. Du hast die Echsen überwunden, die Nägel entfernt. Der Marquis hat dich gut ausgewählt. Jetzt zeig mal, wie gut du wirklich bist, Baumläufer. Jerry, verteidige dich. Was? Der Magier ist, sei auf der Hut. Moment. Wie kann ich mich denn jetzt verteidigen? Muss ich das jetzt irgendwie auflösen, oder wie? Ich habe im Übrigen keine Ahnung, was ich mache. Aber muss ich irgendwie immer... Wenn ich jetzt hier rot wirke... Hebt sich das dann auf? Muss ich da irgendwie den passenden Zauber finden, oder... Oh, das war scheinbar falsch. Schon wieder ein Grüner. Nehmen wir doch mal die Violetten, was da passiert. Aha. Deine Zauber sind nicht stark genug, um Zaroff zu schlagen. So kommst du nicht weiter. Ja, wie soll ich denn dann weiterkommen? Ein blauer Zauber. Benutzt man doch das Gegenzauber bei den roten. Ja, das war falsch. Konzentriert, lange wirst du zappen. Also müssen wir praktisch den grünen. Der grüne ist praktisch dann der Gegenzauber für den blauen. Ach, jetzt hat er wieder grün. Müssen wir jetzt mal den passenden Gegenzauber finden? Und dann kann man sich das ja schlichtweg merken. Wenn das so einfach wäre. Ich zweifle da allerdings noch dran. Ja, scheint tatsächlich so zu sein.
Deine Zauber sind nicht stark genug, um Zaroth zu schlagen. So kommst du nicht weiter.